Hallöchen und herzlich willkommen zu der bereits zweiten Folge von dem Let's Play Pokémon Black. Ja. Ich würde sagen, wir sind hier in-game, ne? Heute ist Dienstag jetzt. Das letzte Mal habe ich Sonntag aufgenommen, samstags. Oh, wie schön uns die Sonne entgegenlächelt. Ich würde mich gerne bewegen. Hallo? Ja, ja, gehen wir mal zu dem da hoch, ne? Ich weiß, das Spiel ist ein bisschen laggy. Sharon, I'm sorry, but could you go to... Ach, ich muss zuerst zu Bianca. Ja, ist gut. Ich habe das Spiel im letzten Mal Sonntag, also vorgestern, gespielt und seitdem halt nicht mehr, auch nicht mehr privat. Und ja, da muss man sich halt wieder gewöhnen. So, wessen Haus ist denn das? Sharon? Damit das hier mehr krass sein, ne? Ich hoffe, mein Soundsetting hat sich nicht verändert. Und ja, da ist Bianca schon. Ah, du kommst richtig an, just but I'm a good trainer who got a Pokemon and everything, ja. Der Vater schimpft für dir, weil sie ein Pokémon hat. Wie bla bla. Ja, jetzt bemerkt sie uns. Oh, ja, jetzt stellt sie sich. Oh, it's okay. It's fine. Also die Reaktion war ja fast schon leicht zu erwarten. Nicht nur fast, sondern sie war. Wegen Programmen schließen und so, was ihr mir eventuell irgendwie geschrieben habt oder so, weil ich nehme das Ganze jetzt alles im Voraus auf. Muhaha, Pro. Ich habe alle Programme schon geschlossen. Ich habe nur Traps und den Dismimi-Emulator an. Tja, okay, let's go to meet the professor. Ja, dann Bianca hinterher und dann wir. Ja, gehen. Into the house, ne? Das sind immer sehr schöne Texturen. Hi there, I've been waiting for you young people. Let me introduce myself again. My name is Professor Juniper. We know your name. Ja, ich werde es doch nicht alles vorlesen. Ja, sie stellt sich vor. Ich muss noch mal kurz meinen Ohr ein bisschen leiser machen. So, besser. Das seht ihr wahrscheinlich nicht, weil das ist auf dem Bildschirm, nicht im Programm. Ja. Morgen kennt Existence, die Werbung. Und ja, okay, that's unusual. You've already had a Pokemon battle. So maybe that's why it feels as though your Pokemon have already begun to trust you. Es hat Chen schon begonnen uns zu vertrauen. Nicknames. Ah, ich weiß eben nicht. Soll ich? Nee, ich mach nicht. Ja, und so. Ist okay so, ne? You aren't planning to use a nickname? Well, that's fine too. Ja, ich hab nicht so gerne Nicknames, weil da muss ich mir immer so Sachen ausdenken. Und ja. Jetzt werden wir schon einen Pokédex bekommen, wie Sharon gerade erwähnt hat. Den holt sich kurz raus. Das ist ein Hightech-Device, das automatisch records Pokémon, also ist ein Hightech-Device. Hightech-Gerät und ja. Das zeichnet unsere Pokémon automatisch auf, alle die wir sehen und alle die wir fangen natürlich auch, weil die sehen wir auch. You will go and, ja, natürlich finde ich den Pokédex. Yes, Professor. Ich weiß, wenn ich das Ganze jetzt ohne Kommentar machen würde, würde ich da viel schneller durchkommen. Und wenn ich das Ganze auf dem DS zocken würde, würde das Ganze noch besser gehen. Aber jetzt haben wir so ein lustiges Gerät, das wie ein Telefon aussieht, aber es ist ein Pokédex. Yay. How to meet Pokémon. Ja, wir treffen uns wieder an der Route 1. Ich weiß auch jetzt gerade gar nicht, in welchem Gebiet wir eigentlich sind von Pokémon, weil es gibt ja... Mein Gott, welche Gebiete gibt es da? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber ich habe keine Ahnung, in welchem Gebiet ich Black und White Up spielen, weil die habe ich auch noch nie gezockt. Ich habe Soul Silver und Heart Gold und natürlich noch die beiden... Ach, wie heißen sie?
Ja, das Violett und das Blaue, ne? Kennt ihr. Ja, sie, das ist unser Motto, ne? That's why I brought you three of these Toontown Maps. Die Toontown. Ja, eine Mappe können wir immer gut benutzen, also gebrauchen. Wir haben jetzt eine Town Map. Das haben wir in der Key Item Case. Ist gut. So, Jaren bekommt natürlich auch eine. Und zuletzt auch Bianca. Muhaha. Ich werde jetzt nachher noch zwei Folgen von dem aufnehmen. Für den Urlaub, den ich jetzt dann habe. Und morgen noch alles das Minecraft Dingens da aufnehmen. Also ich nehme jetzt am Dienstag, dem 25.02. auf. Ihr werdet das ganz wahrscheinlich Montag sehen, am 3. Chat quasi. Ja, bla 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 bla. Ah, wir sind in der Unova Region. Und ja, have a great trip, ne? Einen guten Tripper. Ach, das ist so schlecht. If you use a time of always know where I am, that's certain helpful. Ja, wo die Route 1 ist, let's roll it go, hurry, and come to, okay. Ja, ich muss jetzt nochmal ins Haus zurück, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und ich nehme mal an, wir bekommen die Sprintschuhe, die es eigentlich immer gibt. Ja, kennt man. Talk a little break from clean up. Okay, nee, wir mussten gar nicht zurück, aber jetzt wurde unser Pokémon noch mal geheilt, ne? Blablub. Ja, so, jetzt. Durch den Teppich raus, natürlich. Ich habe noch den Explorer, also den Explorer, Datei Explorer geschlossen, weil, aber ich glaube nicht, dass er besser wird. Ja. Bianca, team up, it's this way, yay! Ah, Pokémon ist immer so ein geiles Game, wo es dann kostet sehr viel hat. Aber das macht Pokémon auch nicht mehr aus, dass man trotzdem alles erkennt. Ja, here we go, 1, 2, yay! Und da die Route 1. Oh, I wonder what will happen, isn't this so exciting? Ist das nicht aufregend? Wow! Ja, der Professor oder die Professorin ist am Warten. Und ja, jetzt lernen wir wahrscheinlich, wie wir unser also ein Pokémon fangen. Ach, aber das weiß ich eigentlich schon, das ist ja viel Bifax, ne? So. Jetzt da. 18:42 die Zeit. Aha. Das hier ist ein Petret. Also eine Petret. Oh man, die hat Dings. Die hat einen Minchu. Da rechts sehen wir den Schwand. Ja. Der rechte Screen wäre bei Nintendo, der ist unten und der linke wäre oben. Ist leer. Ah ja. Leer. Monster. Aber das war wahrscheinlich Silberauge, Silberblick, genau. Use a Pokéball after lowering his HP and health points. Aber dürfte ja ihr besten Pokéball benutzen. Ich mache gar nicht, ich mache das Spiel. Use the Pokéball. Jetzt öffnet sich das Tier geht rein, und halt das Pokémon. Boah. Ich weiß nicht, ob es in diese Version Titos gibt. Das sind so lustige schleimige Geschöpfe, mit denen können sich alle Pokémon vermehren und das ist auch relativ geil manchmal. Ja, Gotcha Parrot Petret was caught. Ich dachte schon Black Screen zu Wurst. So. Ja. Interessant. Or paralyze it and warp this up to rep summon you. Well, you have a gift for your soul for the walls. Ja, und zwar genau 5 Stück, weil wir können maximal 6 Pokémon tragen. Genau. For carrying the Pokémon you catch.
Und wir müssen jetzt halt uns nach Akumula Town durchkämpfen. Einfach dorthin gehen. She forgot to say the Pokémon jump out at you in the tall grass. Ja, also die springen uns entgegen im hohen Gras, was wir da so ganz schön sehen. I think I'll go to... I'm looking forward to the next town so I can go shopping for Pokeballs. Ja, was hast du gesagt? Wait a minute. Hey, listen, MC Mob, Sharon, I thought of something fun. But we need to get going. I'd imagine the professor waiting too. Ja, die macht wahrscheinlich eine Wette oder so. Would you just listen a second? We see who catches most Pokemon. Ja, eine Wette. Ist the winner. Also der, der am meisten Pokémon hat, der ist der Gewinner. Actually, that sounds interesting. Ja, sehr interessant, ne? Wow, ich habe schon 11 Minuten. Puh, nicht schlecht. Me and Tepic will do the best for sure. Ich nehme jetzt an, ich kann es einfach auch gehen. Ja. Ach, weißt du was, ich will jetzt ein erstes Pokémon. Ja, ein Petrat. A wild Petrat appeared. Ja, ist... Was? Level 4! Okay, das muss ich fangen, weil das relativ gut noch für unsere Levelverhältnisse. Ich mach die Maus mal hier raus, die nervt. Fight. Tackle. Osho what used Tackle. Kann ich Schaden machen? Okay, immer noch dieser Grün ist. Der macht den Silberblick. Ich kenne ja dann immer noch so ein bisschen das Verteidigung. Ja genau, Verteidigung fällt. Aber ich mache dann noch mal Tackle, bis es auf Rot ist, dann... Black. Lol. Wenn ich es jetzt noch mal angriffe... Ach, weißt du was? Ich greife es einfach noch mal an, weil wenn es jetzt stirbt, dann bin ich selber schuld. Wenn nicht, dann hatte ich sehr viel Glück. Ja, ist gestorben. Ah, aber jeder auch mal ein Oshawott Level 6. Was bekommen wir dazu? Ja, HP 2 und dann 1. Ja, läuft. Haben wir 22 Health Points. Und ja, also komm, wir gehen jetzt einfach hier weiter. Ja, ich muss mit. So, raus. Immer mit den Leuten sprechen. All Pokémon are hiding in the tall grass, bla bla bla. Ja, wenn wir das wollen, das steht hier drauf. Trainer Tipps. Make an effort to talk to all the people you meet during your journey. Ja, das habe ich genau gemacht. Oh, ich will gegen dich kämpfen. Das heißt, ich bin eine Kämpferin. Links, oder? Is your Pokemon HP alright? When your Pokemon HP decreases while you're not on drug, it can be a big problem, so I'll give you this. Lol. Ja, ich habe eine Potion bekommen. Und zwar eine Potion of Healing, wahrscheinlich. Haha. Von, ja. Mhm. Eben, darum sollte man immer mit allen Leuten sprechen, ne? Also, eine Empfehlung an auch euch alle. Und ich suche jetzt auf ein paar Pokémon. Es werden jetzt glaube ich nur Petrats sein. Level 2. Okay, das können wir etwa mit einem Schlag. Bisschen was mit einer Tackle runter machen. Fight Tackle. Ich werde die Maus so wenig möglich benutzen, ne? Weil das, ja, der Petrat muss auch Tackle. Was ist eigentlich Tailwhip? Ich will es jetzt einmal machen, ich weiß nicht, was das ist. Wo ist Tailwhip? Ah, was ist das? Wild Patriot Defense Fell. Ja, aber ich versuche jetzt einfach Pokémon mal drauf zu schmeißen. Back. Pokeballs, Pokéball. Ja, use. Das geht schon, ne? Ist ein Level 2er.
come on. Ja. Natürlich haben wir es. Gotcha! Patrick Ross. God. Gotcha. Gotcha! Aha, so. Ja, jetzt haben wir den im Pokédex drin. Alle genauen Daten. Pokédex Registration completed. Ist das Pokémon Nummer 10? Das ist normal, Typ Pokémon. Kein Nickname, ich mach's gar nicht erst. Jetzt bewege ich mich ganz kurz hier aus dem Hungras und würde sagen, sehen wir in der nächsten Folge wieder, die dann letzten Mal freitags kommt. Da bin ich immer noch am Snowboard fahren, also ich kann da Kommentare gar nicht lesen. Und ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Bis zum Freitag. Haut da rein und tschüss.